Eines kann ich Ihnen versprechen, Sie werden Österreich künftig mit etwas anderen Augen sehen. Doch dazu müssen wir in die Steiermark. Dort behauptet ein ganzes Dorf, dass Österreich nicht 8 Millionen Einwohner hat, sondern nur 12. Und ja, was soll ich sagen? Sie haben recht. Deshalb zeigen wir Ihnen jetzt Österreich, wie Sie es noch nie gesehen haben. Waren Sie schon einmal in Österreich? Es ist nett hier, so klein und idyllisch. Österreich hat 4 Gehöfte, 12 Bewohner und sogar eine eigene Weinsorte. Also jeder Patriot sollte einmal hier gewesen sein, in Österreich. Die Ortschaft Österreich liegt inmitten der schönen Steiermark. Ganz Österreich hat nur 25 Hektar. Man kann einen Spaziergang machen rund um Österreich und ist in einer halben Stunde wieder zurück. Österreichs Bewohner haben ihre ganz eigene Geschichte. Mein Gott, das ist Heimat. Ich bin da geboren und da will ich sterben. Die jüngste und die älteste Österreicherin wohnen nur ein Haus voneinander entfernt. Pauline Schwarz ist 96 Jahre alt und eine echte Österreicherin seit jeher. Ihre Mitbürger kennt sie fast alle. 4 Häuser und Bewohner sind jetzt wir 3, 5, 7, 8, 10. Tatsächlich hat Österreich sogar 12 Bewohner. Günther Schwarz Junior kann getrost behaupten, jeden Österreicher beim Vor- und Nachnamen zu kennen. Es gibt ja überall die Vulganamen dazu. Also das ist das erste Gehöft, das ist der Pfisterer. Das zweite Gehöft ist der Schusterhans. Wir sind der Pfisterer Franz. Und oben das letzte Gehöft, oben, das ist der Sindler Michel. Doch wie kommt so ein kleiner Ort zu einem solch staatstragenden Namen? Der Legende nach verdankt der Ort seinen Namen der Weinrebe Österreichisch Weiß, die hier lange Zeit angebaut wurde. Der Weinbaudirektor der Steiermark hält die Sorte in Ehren. Hier links von mir sind Lagen, wo die Rebsorte gestanden ist. Und hier wurde Wein produziert, vor einigen Jahrhunderten bereits. Und dieser Wein war offensichtlich so gut, dass er sogar dem österreichischen Kaiserhaus sehr gut geschmeckt hat. Tatsächlich hat das Stiftkloster Neuburg während der Monarchie Reben aus dem Ort Österreich geholt, um sie im Stiftsgarten für den Kaiser anzubauen. In ihrer Heimat hat Pauline Schwarz selbst immer im Weingarten mitgearbeitet. Mein, da war ich auch ein Kind noch mit 12 Jahren. Damals haben wir müssen hauen und so waren sie eigene Hauen. Das war eine schwere Arbeit. Doch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg kommt es plötzlich zu einer großen Reblausplage. Der gesamte Bestand wird vernichtet und Österreich droht in Vergessenheit zu geraten. Doch im Jahr 1984 kommt es zu einer überraschenden Wende. 200 Kilometer von der Ortschaft Österreich entfernt ist hier im Burgenland, im Weingarten der Familie Gerdenitz, der verschollene Wein wieder aufgetaucht. Doch wie hat man ihn entdeckt? Um das zu erfahren, treffe ich mich mit der Winzerin. Ihr Großvater hat ihr die Geschichte oft erzählt. Also mein Opa hat am Sonntagnachmittag immer Zeitung gelesen und eines Tages war ein Artikel dabei über eine alte Rebsorte, die abgekommen ist, eine Beschreibung und ob jemand möglicherweise einen Stock dieser Sorten in seinem Weingarten befindet. Und mein Opa hat sich darauf gemeldet, dass er möglicherweise von dieser Sorte nicht nur einen Stock, sondern einen ganzen Weingarten besitzt. Eine Kommission der Weinbauschule Kloster Neuburg überprüft und überwacht die Sorte ein Jahr lang. Dann ist klar, es handelt sich um die verschollene Rebsorte. Und sie besticht durch ein besonderes Merkmal. Wenn alle anderen Weingärten das Laub fallen lassen, dieser Weingarten mit österreichisch Weiß, der hat immer noch ein grünes Laub. Ihren neuen Heimatort verdankt die Rebe einem Weinpionier aus dem Burgenland, der die seltene Sorte in den 30er Jahren ausprobieren wollte. Nicht einmal einen halben Hektar groß ist der Weingarten, der die wertvolle Traube trägt. Da die Rebsorte als ausgestorben galt, taucht sie heute in keinem offiziellen Weinregister mehr auf. Deshalb darf auch der Weingarten nicht weiter vergrößert werden. Die Wirtin aus dem Nachbarort Österreichs hat mit der Winzerin übrigens einen Deal geschlossen.
Wir haben uns verpflichtet, die gesamte Ernte abzunehmen für Österreich, damit er wieder in Österreich zurückkommt, also dass er wieder da ist. Auch die Bewohner von Österreich wollen den Wein zurückhaben. Zwei Rebstöcke besitzt Österreich bereits wieder. Bis zu einem halben Hektar braucht es auch keine Genehmigung. Für mich wäre es ein Erlebnis, vielleicht einmal 100 Kilo Trauben ernten zu können. Und dass man den Unterschied vielleicht irgendwann einmal kosten kann. Wie schmeckt der Österreicher, der aus Österreich kommt? Wie schmeckt der Österreicher, der im Burgenland wächst? Spätestens nächstes Frühjahr wird mit den ersten Trauben das kleine Österreich seine Wurzeln zurückbekommen.